Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen den persischen Dichter Rumi vorstellen. Jalal ad-Din Muhammad Rumi, im Persischen wird er Maulavi genannt. Geboren wurde er am 30. September 1207 in Balch, Afghanistan, andere behaupten in Wachsch, Tadschikistan. Gestorben ist er am 17. Dezember 1273 in Konya. Rumi ist, wie man festgestellt hat, anlässlich seines 800. Geburtstages 2007 einer der in Europa und USA meistgelesenen Dichter überhaupt, zumindest seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und es kommt daher, dass Rumi ein Sufi-Mystiker gewesen ist. Nicht nur ein Gelehrter, ein Dichter, ein Theologe, sondern eben ein Sufi-Mystiker. Und diese Sufi-Mystik hat dann eben im Westen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und jetzt im 21. Jahrhundert sehr viele Anhänger und Interessierte gefunden. Ein ganzer Derwischorden gründet sich auf ihn, der Derwischorden der Mevlevi. Die Derwische nennen Rumi mit Beinamen Maulana, was so viel wie Herr und Meister bedeutet, von Arabisch Maula. Der Vater von Rumi war ein angesehener Theologe, gelebt hat die Familie ursprünglich in Khorasan eben. Und die Familie führt sich auf berühmte Personen zurück, die Mutter auf einen Schah, Mohammed II. Und der Vater sogar auf den Kalifen Abu Bakr, den Schwiegervater Mohammeds und seinen Nachfolger 632. In diese Gegend, in der die Familie wohnt, fallen nun Anfang des 13. Jahrhunderts, ab 1219, die Mongolen ein unter Chinggis Khan. Und die Familie weicht aus. Sie pilgert zunächst nach Mekka und dann von dort nach Anatolien in das Reich Rum, das von den Rum-Seldschuken beherrscht wird. Sie kennen den Begriff Rum, wir haben ihn schon kennengelernt, als wir uns das Schachnameh angeschaut haben, wo ein legendärer König das Reich in mehrere Teile teilt. Und eins davon ist das Reich im Westen, das Reich Rum. Beherrscht wurde es, wie gesagt, damals von den sogenannten Rum-Seldschuken, also Abkömmlingen türkischer Nomadenstämme. Und das Zentrum deren Herrschaft war Konya. Das Reich der Rum-Seldschuken existierte dann bis Anfang des 14. Jahrhunderts und dann löste es sich auch auf, eben durch die Mongolenstürme und Siege der Mongolen in diesem Zeitraum. Die Mutter stirbt in Karaman in der Südtürkei und die Familie zog dann eben nach Konya, wo Rumi heiratete, einen Sohn bekam, die Frau starb und er ein zweites Mal heiratete. 1228 holten der Sultan die Familie, den Vater und den Sohn an die Medresen. Rumi studierte zunächst unter seinem eigenen Vater und nach dessen Tod übernahm er dessen Stelle, 1230, 1231. Er wurde in dieser Zeit in den Sufismus eingeführt. Man weiß von Reisen nach Aleppo und Damaskus von ihm. Und eine ganz entscheidende Jahr wird für ihn 1244. In diesem Jahr lernt er in Konya den Derwisch Schams-e-Tabrizi kennen. Und es entsteht eine große Freundschaft zwischen diesen beiden Männern. Nach diesem Freund hat Rumi eine ganze Gedichtsammlung genannt, den Divani Shamsi-Tabrizi. Das war eine große Liebe zwischen den beiden Männern und die hat sehr schnell auch
Die Eifersucht und den Neid der Konya auf sich gezogen, Shams musste fliehen, Rumi trauerte, Shams kehrte zurück, er musste dann erneut fliehen. Und die Dichtung von Rumi ist inspiriert von der Sehnsucht nach Shams. Und diese Sehnsucht nach Shams hat ihn wohl auch inspiriert zu einem Reigentanz, der bis heute bei den Derwischen traditionell getanzt wird. Nach dem Tod von Rumi wurde er beigesetzt in einem Mausoleum in Konya, und das ist bis heute ein Wallfahrtsort und Wahrzeichen der Stadt geblieben. Und traditionell an seinem Todestag am 17. Dezember feiern da die Derwische und die Anhänger von Rumi einen großen Hochzeitstag, denn für Rumi war der Tod die Hochzeit mit Gott, da von dem Moment an war die Vereinigung mit Gott für den Menschen möglich. Seine dichterischen Werke umfassen Tausende von Zeilen. Allein circa 30.000 Verszeilen umfasst das Werk Masnavi, lauter Zweizeiler sind das, und dann der Divan Ishams Itabrisi, circa 35.000 Zeilen. Abgesehen von diesen dichterischen Werken gibt es noch zwei Prosasammlungen, die Vorträge für die Schüler beinhalten. Um die soll es aber nicht gehen, sondern um sein dichterisches Werk. Das ganze Werk von Rumi ist inspiriert und getragen von der Liebe als der Hauptkraft des Universums. Eine Liebe, die ganz auf Gott gerichtet ist. Gott, der das harmonische Ganze der Welt geschaffen hat. Und diesem harmonischen Ganzen kann man durch Liebe näher kommen. Und das ist das Ziel und der Weg des Menschen in seinem irdischen Leben. Die große Islamwissenschaftlerin Annemarie Schimmel hat beschrieben, dass Rumis Werk ganz getragen sei von dieser Liebe zu Gott. Sie sei das Geheimnis seines Lebens. Und Rumi war der Ansicht, dass Worte nie mehr als nur den Duft der himmlischen Apfelbäume wiedergeben könnten. Eigentlich wertvoll, um diese Harmonie mit Gott zu finden, sind nur Musik und Tanz. Nur Musik und Tanz können diese Harmonie und dieses Gefühl von Entrücktheit dem Irdischen, dem Menschen näher bringen. Das Problem war nur und ist auch in gewisser Weise bis heute, dass die islamische Orthodoxie der Musik und dem Tanz sehr kritisch eingestellt sind. Musik und Tanz kann in ihren Augen zu leicht irdisch verstanden werden und führe sehr leicht von dem eigentlich transzendenten metaphysischen Ziel weg. Und deswegen wurde Maulana eben auch kritisiert für diese Liebe zur Musik und zum Tanz. Aber für Rumi war Musik und Tanz die einzige Möglichkeit, sich Gott zu nähern. Musik wurde auch als Therapie aufgefasst. Im Haus der Liebe ist die Stimme von Harfe und Laute zu hören. Das Dach und die Fenster bestehen aus Liedern und Gesang. Und der geliebte Shams aus Tabriz umwandelt dieses Haus. Ich zitiere: Ich sah den Freund, er schritt ums Haus im Kreise, auf seiner Laute schlug er eine Weise, mit feuergleichem Schlag ein süßes Lied spielt er, vom Wein der Nacht berauscht, durchglüht.
Musik erwacht auch im Frühling, wenn die Natur sich wieder regt und die Vögel zurückkehren. Die Zweige tanzen munter ohne Ende, wie Sänger klatschen Blätter in die Hände. Hast du gehört? Die Nachtigall kam von der Reise wieder, trat in den Reigen ein und ward zum Lehrer aller Vögel. Und ganz wunderbar auch in diesen Versen, die immer wieder für den islamischen Bereich zu beobachtende Präsenz Gottes in der Natur, in der Schöpfung, das Wort, das wirklich nun sozusagen in der Schöpfung erscheint. Die Gedichtsammlung Masnavi beginnt nun mit einem Gedicht, das zum Modell für Tausende von Versen geworden ist im persischen, türkischen und auch im indomuslimischen Bereich. Das Lied der Rohrflöte. In diesem Lied klagt die Flöte über das Getrenntsein vom Geliebten, von Gott, von der Ureinheit, die zustande kommt, weil in der Schöpfung die Ureinheit in eine Zweiheit, in einen Dualismus getrennt wird. Dieses Gedicht spricht vom Feuer der Liebe und dass die Weisen des Liedes den Schleier zerreißen, der die Einheit an die, der die Erinnerung an die Einheit mit Gott verhüllt. Und da spielt Rumi mit den Worten Weisen und Schleier, die im Persischen beides Mal mit dem Wort Parda wiedergegeben werden. Rumi selbst ist so eine Flöte, die eben singen kann von der Liebe zum Geliebten. In einem anderen Gedicht vergleicht er sich mit einem Saiteninstrument, das vom Freunde zum Klingen gebracht wird. Die Musik verursacht die Bewegung der Welt. Jede Bewegung wird zum Tanz, zum Reigentanz, zu einer Leiter zum Himmel, die den Menschen zurückbringt in das verlorene Paradies der unmittelbaren Nähe zu Gott. Und diese Musik und dieser Tanz wird nun eben wiedergegeben in den Tänzen der Mevlevi-Derwische, die ein ganz typisches Gewand dazu tragen. Ein weißes Tanzgewand, was verhüllt wird von einem schwarzen Mantel, der das dunkle Erdenleben symbolisiert und der dann abgeworfen wird, wenn der Tanz beginnt. Und dann erscheint das Weiß des Auferstehungsleibes und die Derwische beginnen sich um die eigene Achse zu drehen, die eine Hand gegen Himmel geöffnet. Ich möchte Ihnen dieses Lied der Rohrflöte vortragen in einer Übersetzung von Annemarie Schimmel. Hör auf der Flöte Rohr, wie es erzählt und wie es klagt, vom Trennungsschmerz gequält. Seit man mich aus der Heimat röhricht schnitt, weint alle Welt bei meinen Tönen mit. Ich suche ein Herz, vom Trennungsleid zerschlagen, um von der Trennung leiden ihm zu sagen. Sehnt doch nach dem in Einheit Lebensglück. Wer fern vom Ursprung immer sich zurück. Ich klagt vor jeder Gruppe in der Welt, ward Guten bald und Schlechten bald gesellt. Entschuldigung. Ein jeder dünkte sich mein Freund zu sein, sucht mein Geheimnis nicht im Herzen mein, und doch so fern ist's meiner Klage nicht, dem Ohr und Auge fehlet nur das Licht. So sind auch Leib und Geist einander klar. Doch welchem Auge stellt der Geist sich dar? Kein Hauch, nein, Feuer sich dem Rohr entwindet, Verderben dem, dem diese Glut nicht zündet. Der Liebe Glut ist's,
die ins Rohr gefallen, der Liebe brausen lässt den Wein nur wallen. Die Flöte der getrennten Freundin, sie zerreißt die Schleier, doch die Melodie, wer sah als Gift, als Gegengift ihr Gleiches, wer sah als Tröster und als Freund ihr Gleiches? Vom Pfad im Blute will das Ohr berichten, von Matsch nuns Lieb erzählet es Geschichten. Vertraut mit diesem Sinn ist nur der Tor, der Zunge Kunde höret nur das Ohr. In Leid sind unsere Tage hingeflogen und mit den Tagen Klagen mitgezogen. Doch ziehen die Tage, lass sie ziehen in Ruh, wenn du nur bleibst, der einen reinster Du. Der Fisch nur wird vom Meere niemals satt, lang wird der Tag dem, der kein Tagbrot hat. Der Rohe kann den Reifen nicht verstehen. So soll mein Wort in kurz zu Ende gehen.